Und ich begrüße jetzt Lena Höngemann von der Tachles-Redaktion. Wie wird im Internet über das Thema katholisch-evangelisch im Augenblick diskutiert? Ein Nutzer, der nennt sich Niederrainer, der schreibt bei uns im Forum genau über das Thema, nämlich das mögliche Zusammenwachsen der beiden Konfessionen. Und für ihn ist dabei das größte Hindernis tatsächlich der Papst, so schreibt er. Und er kann mit dieser Vorstellung der Unfehlbarkeit überhaupt nichts anfangen, so wie es hier das Thema auch in der Debatte ja schon vorkam. Eine andere Nutzerin, die nennt sich Senior, und die beschreibt ein ganz persönliches Problem, nämlich das ihrer Familie. Sie schreibt, hier Katholik, dort Protestant. Ein gemeinsames Abendmahl ist in der katholischen Kirche leider nicht möglich. Und dabei sollte man, so schreibt sie weiter, an Feiertagen doch eigentlich alles andere im Kopf haben, als wortwörtlich heißt es da, diesen nervigen Kirchenstreit. Und zum Thema Abendmahl äußert sich auch Janchen. Sie sagt ganz deutlich, nicht die Kirche lädt ein, sondern Jesus Christus ist der Einladende. Und dann fragt sie, wer meint überhaupt, sich anmaßen zu dürfen, Menschen vom Tisch des Herrn abzuweisen? Vielen Dank, Lena Höngemann von der Tacheles-Redaktion. Und Sie können auch weiter mitdiskutieren unter tacheles.tv. Lieber Herr Jaschke, das Thema Abendmahl wurde gerade zweimal von den Nutzern angesprochen. Es ist ja so, dass evangelische Christen in der katholischen Kirche nicht eingeladen sind zum Abendmahl. Warum eigentlich nicht? Wir müssen auch da auf die Worte achten. Die Kirche maßt es sich nicht an, Menschen nicht einzuladen. Die Kirche sagt, das Abendmahl, die Heilige Kommunion, ist die Christusgemeinschaft, die er uns schenkt, das Allerheiligste.